sind gerade gekommen, sind jetzt hier im Flur. Ja. Nicht ansprechen. Okay, ja. Nee, ja gut, ja, nee, richte ich den beiden Herren aus. Ja, Herr Würmli. Selbstverständlich, Herr Professor Dr. Würmli. Ja, nein, ja, danke. Sag ich den beiden Herren. Sind die jetzt auch wirklich, ja, sind hier. Danke, ja, ja. Ja, ja, danke. Ja, tschüss, tschüss. Ja, ja, herzlich willkommen. Sie haben es gehört, Herr Professor Dr. Würmli, Ihr Management war gerade nochmal am Telefon. Herr Klötzke, Herr von Spitz, schön, dass Sie hier sind. Ich hoffe, Sie haben hier gut hergefunden. Alles gut. Das war jetzt wirklich, ja. Ja. Gut, das wollte ich. Ich würde sagen, es ist einfach, weil das Zeitkontingent ist immer eng, dass wir gleich mal so ein bisschen ins Anwärmen kommen, ein bisschen strukturieren, dass Sie auch wissen, was wir gleich von Ihnen möchten, was wir fragen, dass Sie sich ein bisschen darauf einspielen können. Und ich bin jetzt ein ganz kleines bisschen irritiert, weil ich hätte es eigentlich sehr charmant gefunden, mit Ihrer Lesereise zu starten. Herr Professor Dr. Würmli hat mir jetzt gerade gesagt, dass wir das auf keinen Fall ansprechen sollen. Und da bin ich, das wollte ich aber jetzt gerne nochmal mit Ihnen besprechen, ob wir nicht also doch darüber den... Irritiert bin ich jetzt hier langsam, aber sicher. Also es war ganz klar abgesprochen, wie das abzulaufen hat. Und dass hier dieses Thema angeschnitten wird, obwohl ganz klar gesagt wird, dass das hier keinen Raum zu finden hat. Es ist schon ein Lassen Sie ihn doch erstmal ausreden, also, ja? Also ich fühle mich selber jetzt gerade sehr unwohl in dieser Situation und ich muss sagen, das habe ich so noch nicht erlebt. So bin ich noch nicht Herr empfangen Spitzer, worden. Entschuldigung, ja. Wenn Herr Professor Dr. Würmli etwas sagt, dann hat das Hand und Fuß. Ja, von mir ja. Natürlich auch nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind, ja, zu Hause und ja. Im Huxilla HQ. Dass wir dieses Interview machen können. Ja, sehr schön, danke, aber ich würde das gerne erstmal mit Ihrem Mann klären, das Problem hier, weil es ist definitiv eine negative Energie, die sich hier aufbaut, eine negative Energie. Und das ist keine Basis. Also entschuldigen Sie mal ganz kurz, also ich bin ja von Haus aus Diplompsychologe, Sie wissen das vielleicht, und ich kann sagen, wer jetzt hier gerade negative Energie hier reingebracht hat, das ist doch aggressiv. Das ist doch aggressiv. Reden wir jetzt über Sie oder reden wir über uns? Wir sind hier hingekommen, ich hole den Herrn mal was zu trinken. Das ist sehr zauberhaft, vielen Dank. Ja. Also wir sind ja hier hingekommen, um eben über unsere Dinge hier zu sprechen und jetzt reden wir die ganze Zeit nur über Ihre Probleme und ich muss schon sagen, also so nicht. Gut, lassen wir die Lesereise, so, ja? Lesereise sein von mir aus. Ich hatte gedacht, das wäre eine schöne Idee gewesen, aber wir können uns auch darauf einigen, dass wir zunächst mal sagen, dann reden wir über Ihre Autorenschaft, die Sie beide ja haben. Ja. Und machen darüber ich für meinen Teil kann mich als Autor bezeichnen. Ja. Also Entschuldigung, Sie haben mir gerade schon Unprofessionalität vorgeworfen. Ich habe in der Recherche gesehen, dass Herr von Spitz durchaus auch einige Werke geschrieben hat. Ja, natürlich. Insofern natürlich. Können wir uns doch bitte jetzt auch darauf einigen, dass wir hier ein Autoreninterview dann machen. Ja, dann reden wir über Ihre Werke, nicht über die Lesereise, habe ich verstanden, aber dann zumindest über die Werke. Und ich persönlich muss ja sagen, Herr Klötzke, sehen Sie es mir nach, als großer Fantasy-Fan bin ich ein großer Fan von... Fantasy? Recherche. Hören Sie mal. Recherche. Ich habe ernsthafte Science-Fiction-Literatur verfasst. Bedeutsame Science-Fiction-Literatur. Ja? Jetzt habe ich einmal einen falschen Begriff. Jetzt hören Sie aber mal auf. Also, wenn wir auf diesem Niveau weiterreden, ne, dann ist das ja ganz schnell bei Konsequenzen, die Sie nicht ertragen wollen. Das sagen wir Ihnen ganz klar.